Wie bestimmte Produkte eigentlich hergestellt werden, das wollen wir Ihnen in einer neuen Serie zeigen. Im aktuellen Video demonstriert Töpferin Ute Schwarz die Herstellung einer Tasse vom Tonklumpen bis zum Trinkgefäß. Nach dem Abmessen der Tonmenge beginnt der Prozess an der Drehscheibe. Hier wird der Tonklumpen zuerst homogenisiert und zentriert, das ist sozusagen die Arbeitsgrundlage. Anschließend bricht Ute Schwarz den Ton auf und setzt einen Boden. Danach entsteht in insgesamt 3 Aufzügen die Form der Tasse. Der erste stabilisiert, der zweite gibt die eigentliche Form und der dritte fixiert und setzt das Bodenmaß fest. Bis zu ihrer Fertigstellung wird die Tasse Rohling genannt. Im nächsten Schritt bekommt der Rohling dann seine Füße, einen Standring, der später das Kippeln verhindern soll. Vor diesem Arbeitsschritt muss der Rohling mindestens einen Tag getrocknet sein. Dabei wird er härter und schrumpft. Damit man die Tasse später gut festhalten kann, bekommt sie schließlich einen Henkel. Dazu wird ein Henkel-Rohling aus weichem Ton an eine angeraute Stelle des Rohlings gedrückt. Ute Schwarz fixiert ihn dann unten mit einem Stempel. Um die Tasse zu etwas Besonderem zu machen, bringt die Töpferin ein Relief aus einem schmalen Tonstreifen auf, das dann gemustert wird. Nach 3 bis 4 Tagen Trocknungszeit beginnen die Einfärbungsprozesse, zunächst das Engobieren. So können Akzente mit gefärbtem Ton gesetzt werden. Es folgt der Sprühbrand, ein Vorbrand mit einer Höchsttemperatur von 850 Grad. Danach ist der Rohling glasurbereit und wieder etwas geschrumpft. In mehreren Schritten glasiert Ute Schwarz den äußeren Bereich der Tasse schwarz und den Innenraum, Rand, Relief und Henkel mit einer transparenten Glasur. Diese Farben werden aber erst nach dem finalen Schritt, dem Glattbrand, sichtbar. Der dauert 2,5 Tage bei einer Höchsttemperatur von 1250 Grad.